te preocupes? No te preocupes. Das ist Mallorquin. Es ist ein mallorquinisches Lebensmotto. Denk mal, wie viel Zeit haben wir noch? Meine Frau. Ich habe gesagt nein und damit Ende der Diskussion. Es sind Herbstferien, aber sogar ich ein Recht auf freie Entfaltung. Tommy, was wird das, wenn es fertig ist? Ich will wissen, wie es Wohnzimmer vom Maulwurf aussieht. Alle meine Freunde gehen tanzen, nur ich bin noch zu jung. Morgen, Patrick. Richtig, du bist noch zu jung, um dich unter eine Horde brünstiger Pickelträger zu werfen. Mama, was macht Patrick denn da oben? Er steht auf dem Dach, Liebling. Fliegt er gleich? Stürzen wäre das richtige Wort. Klatsch. Bitte, Mom, alle gehen tanzen. Alle. Mama, Patrick fällt gleich runter. Der macht richtig Klatsch. Nein, mein Schatz. Niemand macht in meinem Haus Klatsch, wenn ich das nicht erlaube. Alle. Scheiße. Nein. Flugzeit unter 2 Sekunden. Das ist zu wenig. Du Ratte! Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst meine Sachen in Ruhe lassen? Rauf will aber auch mal Musik hören. Danke, vielen, vielen Dank. Jana, was heißt denn das eigentlich? Kaffee ist fertig. Das ist aber ein gutes Lebensmotto. Milch und Zucker bitte. Zum Quatsch. Es heißt... Mach dir keine Sorgen. Hallo? Mama, ist für dich dein Stecher. Marc? Ich ruf dich gleich zurück. Ich muss hier eben mal ein paar Kinder erziehen. Pass auf deine neuen Hosen auf, das Dach ist dreckig. Da, wo ich hingehe, brauche ich eh keine Hosen. Okay, Jesus. Ich mache jetzt erstmal Frühstück. Und dabei rufe ich euren Vater an. Vielleicht kann er ja mal mit euch in den Zoo. Was für ein Zoo? Was für ein Vater? Mallorca. Niemandem hier am Tisch muss ich den Charme dieser so einzigartigen Insel erläutern. Und auch nicht den Charme der Grundstückspreise, oder? Ja, kleiner Schatz, meine Herren. Mir ist es trotzdem gelungen, für unser geplantes Feriensiedlungsprojekt eine geeignete Bucht zu finden. Jana, bitte das Foto. Wir sind spät dran. Ja, doch. Also, wenn ich nur ein Bein und einen Arm hätte, wäre ich schneller als du. Ich kenne keine Frau, die es schafft, sich in einer logisch erklärbaren Zeit fertig zu machen. Also bei Karin bin ich immer erst aufgestanden, als sie schon im Mantel war. Und hat trotzdem im Auto auf sie warten müssen. Wahrscheinlich hattest du nur die falschen Frauen. Ich wusste nicht mehr, wann genau geht unser Flug nach Palma? Heute Nachmittag um 16.15 Uhr. Ah. Ich schaffe es ja bis dahin, dich anzuziehen. Mhm. Sag mal, was findest du klingt besser? Sanfter Tourismus oder Bauen im Einklang mit der Natur? Keine Ahnung, das hört mir beides an wie ein schwarzer Schimmel. Hä? Ja, oder weißer Rappen, etwas, das es halt nicht gibt. Fahr nicht so schnell. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Dann ist Formel 1 ein Sport für Schwächlinge, was? Im Übrigen, es ist absolut überflüssig, dass du mir hinterher spionierst. Nicht ich habe dich betrogen, sondern deine Frau. Stimmt. Aber jetzt bin ich mit dir zusammen. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. In ein paar Stunden sind wir in Mallorca, nur wir beide. Das Hotel hat 5 Sterne. Und der Himmel darüber 5 Millionen. Du wirst auf Rosen gebettet sein und von Küssen bedeckt werden. Da gibt's aber noch eine Kleinigkeit. Ja, das mache ich doch mit links. Wenn du schön am Pool liegst, ziehe ich den dicksten Fisch meines Lebens an Land. Na dann, Petri, hi. Jana. Oh, Karin. Ja,
kann mich nicht um die Kinder kümmern. Was glaubst du eigentlich, was ich den ganzen Tag tue? Zufällig wartet gerade ein ganzer Konferenzraum auf mich. Und dabei geht es um ein Millionenprojekt. Und was ist mit den Kindern? Ich weiß, dass ich Kinder habe. Wenn es auch nur eine Sekunde vergessen sollte, wirst du mich im nächsten Moment dran erinnern. Uli, du kannst mich mal. Ja, du mich auch. Wo willst du nur mit dem Messer hin? Das Haus ist nicht hoch genug. Ach nee. Mallorca. Niemandem hier am Tisch muss ich wohl den einzigartigen Charme dieser Insel erläutern. Und auch nicht den Charme der Grundstückspreise. Kleiner Scherz, meine Herren. Mir ist es trotzdem gelungen, eine geeignete Bucht für unser geplantes Feriensiedlungsprojekt zu finden. Die Bucht, die Sie hier sehen. 8 Hektar, vollkommen unberührte Natur. Das Paradies, meine Herren. Es gibt keine bessere Bezeichnung für diesen Ort. Hier sehen Sie das geplante Projekt. Die Präsentationsmappe liegt Ihnen bereits vor. Kein seelenloser Hotelklotz, der sich von seiner Umgebung abhebt, sondern eine dorfähnliche Anlage, in der ein umwelt- und sozialverträglicher Tourismus betrieben werden kann. Wir werden natürlich angepasste Technologien verwenden, um zu verhindern, dass... Aber bitte keine Komposttoiletten. Bevor wir hier über das Süppchen plaudern, die wichtigste Frage. Gehört Ihnen der Topf schon? So gut wie. Dem Vertrag ist von beiden Seiten zugestimmt worden. Wir haben mit den Anwälten des mallorquinischen Eigners alle Details ausgehandelt. Seine Unterschrift ist nur noch Formsache. Meine Assistentin und ich, wir werden heute noch nach Mallorca fliegen, um... Spielen wir doch mit offenen Karten. Es gibt ein Konkurrenzprojekt, an dem wir stark interessiert sind. Auf Ibiza. Ein ganz ähnliches Projekt, das aber einen entscheidenden Schritt weiter ist. Das Baugrundstück gehört bereits dem deutschen Unternehmer. Ibiza ist stark im Kommen. Bringen Sie uns den unterschriebenen Kaufvertrag. Dann bekommen Sie den Zuschlag. Sie haben eine Woche Zeit, Fischer. No te preocupes. Mach dir keine Sorgen. Wie wir auf der Insel sagen. Eine saubere Scheidung wäre einfach das Beste. Das ist aber nicht gut für die Kinder. Darf ich mal? Uli, die Kinder haben es doch so und so schon kapiert. Der Papa hat jetzt eine eigene Wohnung, weil er immer so lange im Büro ist. Also, soweit ich mich erinnern kann, warst du damit einverstanden. Für den Übergang, ja. Aber es sind nun fast schon 3 Jahre. Hey, da ist ja mein Lieblingszwerg. Na, komm mal her zu dir. Wie geht's dir denn? Hä? Was hat er? Er kennt dich nicht. Tommy, Schatz, das ist dein Papa. Er kommt einmal im Jahr wie der Weihnachtsmann, ob man nun will oder nicht. Komm, wir spielen. Das ist wahnsinnig witzig. Weißt du, warum ich keine Zeit habe? Weil ich wie ein Verrückter arbeite, um das hier alles zu bezahlen. Mir kommen gleich die Tränen. Wer hat das denn von dir verlangt? Mensch, mir ist nicht gut. Irgendwas stimmt nicht. Ganz genau. Mit dir stimmt das nicht. Weil du nämlich nicht merkst, wie gut du es hast. Scheiße, Uli. Ich hab gar nichts. Ich erziehe alleine 3 Kinder, während du da draußen dein neues Leben führst und dich einen Scheißdreck um uns kümmerst. Hallo, mein Schatz. Wie war's in der Schule? Wir haben Ferien. Schön. Kann ich heute mit meinen Freundinnen tanzen gehen, Uli? Nenn mich nicht Uli. Sag Papa zu mir. Da bist du noch zu jung dafür. Nächstes Jahr vielleicht, okay? Du hast mir gar nichts zu sagen. Du wohnst ja nicht mal hier. Was hat die denn? Die wird erwachsen. Sag mal, was suchst du eigentlich? Meine Taucherbrille. Seit wann schminkt sie sich? Seit ich hier eine Schönheitsoperation verboten habe. Gut. Wozu brauchst du deine Taucherbrille? Weil ich heute noch nach Mallorca fliege. 16.15 Uhr. Geschäftlich. Geschäftlich. Verstehe. Mit der Taucherbrille. Ach, scheiße, Karin, gar nichts, verstehst du? Es ist rein geschäftlich. Ein ganz dicker Fisch. Warum müssen wir uns eigentlich immer anschreien, wenn wir uns sehen? Vielleicht, weil wir uns mal sehr geliebt haben. Was hast du denn damals? Ach, irgendeine Allergie. Schlimm? Mm-mm. Wir müssen uns anders organisieren, Uli. Ich will wieder arbeiten. Ich will was anderes als das hier. Und die Kinder brauchen ihren Vater. Außerdem gibt es da noch was. Ich habe einen neuen... Hallo!
Sie müssen Uli sein. Freund. Hallo, mein Schatz. Hi. Uli, du kannst jetzt nicht einfach abhauen. Was soll ich hier? Wollen wir uns zu dritt aufs Sofa setzen und ein bisschen Händchen halten? Die Kinder brauchen dich. Jetzt Mom sieht ganz schön fertig aus. Kriegt man das von Sex? Das wüsste ich aber. Karin hat recht, Uli. Wieso nennt dieser Kerl mich Uli? Uli kriegt gerade sehr schlechte Laune. Kommt ja eigentlich dazu, mich Uli zu nennen. Marc, halt dich da raus. Ich werde nicht länger zusehen, wie deine Kinder sich langsam zu psychiatrischen Fällen entwickeln. Er muss sich um sie kümmern. Jetzt hör mir mal zu, du Spaßvogel. Dass du meine Frau vögelst, wäre schon Grund genug, dir die Nase platt zu machen. Aber von meinen Kindern lässt du die Finger. Die haben einen Vater. Der nie für sie da ist. Oh, ich weiß es nicht. Karin, sag mir bitte, dass das nicht wahr ist. Sag das noch mal. Ich finde, Uli hat besser zu Mom gepasst. So rein optisch. Ich kenne ihre Kinder bald besser als sie. Da sollten sie mal drüber nachdenken. Was hat er da gesagt? Aber Marc, flipp jetzt bitte nicht aus. Oh. Hat einen schwarzen Gürtel. Sanitäter, Sanitäter, bitte kommen. Sanitäter, Sanitäter in Zone A, bitte. Deine Frau will ein eigenes Leben. Ist das denn so schwer zu verstehen? Die will diesen Kerl, so einfach ist das. Der schläft wahrscheinlich schon längst in meinen Pyjamas. Keine Sorge, der schläft bestimmt nackt. Oder nur mit seinem schwarzen Gürtel. Ich will auch ein eigenes Leben. Mit dir. Ja, aber das hast du doch, mein Engel. Ich meine, wir beide haben doch eine tolle Sache im Laufen. Nein. Du hast eine tolle Sache am Laufen. Ich bin 32 Jahre alt. Und alles, was ich habe, ist seit 2 Jahren ein One-Night-Stand mit meinem Chef. Sag mal, ist heute irgendein internationaler Jahrestag? Tag der unzufriedenen Frauen oder sowas? Welche Farbe haben meine Augen? Jana, ich habe eine Familie. Ich kann nicht einfach alle Brücken hinter mir abbrechen. Das will ich doch auch gar nicht. Aber ich will auch eine Familie, und zwar mit dir. Und langsam sehe ich einfach ein, dass das nicht geht. Weil du immer noch mitten in deiner Ehekatastrophe drinsteckst. Und um ehrlich zu sein, ich denke darüber nach, ob... Ich werde mit Karin reden wegen der Scheidung, okay? Gleich werden wir aus Mallorca zurück, sind versprochen. Und dann lernst du auch endlich die Kinder kennen. Ach, das will ich schon lange. Ihr werdet euch mögen. Ich weiß es. Ich weiß es auch. Weil ich ihren Vater liebe. Siehst du es? Was denn? Eine Familie. Zumindest der Anfang davon. Ach, in ein paar Stunden, da fliegen wir in die Sonne. Der Deal mit dem Grundstück ist auch schnell abgewickelt. Und der Rest der Zeit gehört uns. Ich hab sie eingesteckt. Ist das Ihr Handgepäck? Ja, nur die 2 Taschen und das Modell würde ich gerne mitnehmen. Hallo. Hallo, Uli. Nenn mich nicht Uli, sag Papa zum... Was macht ihr denn hier überhaupt? Was soll das denn? Oh Gott, ich dachte schon, wir schaffen es nicht mehr. Wie geht's der Hand? Alles Roger? Karin ist krank. Pfeifersches Drüsenfieber, 40 Grad. Sehr ansteckend. Gute Besserung. Ich muss nach Mallorca. Wir auch. Das ist ganz und gar unmöglich. Wartet hier. Was soll das? Hören Sie, ich will keinen Ärger. Wenn ich eine bessere Lösung gewinne. Es muss eine bessere geben. Die Sache heute Nachmittag. Ja, wir sind die Nerven durchgegangen. Ich habe im Moment beruflich ziemlich viel. Also war ziemlich blöd von mir. Ich war im Unrecht, Sie waren im Recht, okay? Schön. Dann ist ja alles klar. Mit was? Die Kinder brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Und Sie kennen die Dreier jetzt so gut. Sie sind immer für Sie da, stimmt's? Da finde ich es nur fair, wenn ich Ihnen eine Chance gebe. Das Problem ist nur, Sie wollen mich nicht.
Tut mir leid, Uli. Aber ich finde, was Sie da gerade gesagt haben, ganz toll. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Kinder? Und? Wie heißt das? Ich bin Jana. Hallo. Jede Wette, die Krankheit ist nur vorgetäuscht. Von beiden. Wir wollen einfach mal ein paar Tage frei haben. Ja, willst du es einen Attest anfordern? Ach. Uli, jetzt krieg dich ein. Es ist, wie es ist. Willst du die Kinder wirklich allein da hinten sitzen lassen? Also mir würde es nichts ausmachen. Aber mir macht's was aus. Ich will hier. Mit dir. Außerdem muss man Kindern auch mal das Gefühl geben, dass sie nicht dauernd beobachtet werden. Ja, wer ist denn das? Der Vater von Antonio Banderas? Das ist Señor Alejandro Perez, der Eigner der Bucht. Ach, wirklich? Am Telefon klang er nicht so gut aussehend. Obwohl, findest du nicht, dass man sieht, dass seine Eltern Bauern waren? Hm? Ist ja egal, mit dem wäre ich schon fertig. Der Vertrag ist wasserdicht, muss ich nur noch unterschreiben. Zur Summe hat er ja schon genickt. Und mit Speck fängt man Mäuse. Selbst wenn er barfuß aufgewachsen ist. Seinen Namen wird er ja wohl richtig schreiben können. Entschuldigen Sie, wir haben da hinten ein Problem. Ja, das ist Tom. Soll ich mal zu ihm? Damit er noch lauter brüllt. Was hat er? Er will zu Karin. Deine Mutter ist nicht da, ich bin jetzt hier. Ich will zu Mama, ich will zu Mama, ich will zu Mama. Ich will zu Mama, ich will zu Mama, ich will nicht nach Mallorca. Die Ratte hat recht. Meine Freunde sagen das auch. Mallorca ist was für Preuß. Ich will zu Mama, ich will zu Mama, ich will zu Mama. Ich will zu Mama, ich will zu Mama, ich will zu Mama, ich will zu Mama. Du benimmst dich wie ein Fünfjähriger. Ich will zu Mama, ich will zu Mama, ich will zu Mama, ich will zu Mama. Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist eine Rolle Klopapier. Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist eine Rolle Klopapier. Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist eine Rolle Klopapier. Urlaub! Was hast? Wie geht Mamas Mama? Wir rufen sie nachher zusammen an, okay? Scheiße, ich habe kein Netz hier drin. Ihr rührt euch nicht vom Fleck. Ich sag im Hotel Bescheid, dass wir ein paar mehr geworden sind. Und wenn die drei schlafen, wir machen jetzt einen schönen Abend. Nur du und ich. Und ein Fläschchen Wein. Hast du noch ein paar andere Schuhe mit? Ich dachte nur wegen der Hitze. Wie wär's, wenn wir später noch alle zusammen an den Strand gehen würden? Hm? Er spricht nicht mit Anschleimern. Cool. Da werden wir pennen. Sieht der echt nicht prallig aus. Wie definierst du eigentlich an Paul? Wie wär's mit, hat kein Abitur, ist schlecht geschminkt, kaut permanent Kaugummi und kennt nur zwei Adjektive, nämlich krass und cool. Typisch Dienstleistungsbranche, Zusatzreservierung, drei Personen, überhaupt kein Problem. Und wenn Sie hören, dass die drei Personen drei Kinder sind, sind Sie plötzlich ausgebucht. Hier, wir gehen. Das nenne ich familienfreundlich, eine Unverschämtheit. Ja, und wo pennen wir jetzt, Uli? Wir können ja zelten, so macht Max das auch immer. Max? Ich denke, der heißt Marc. Max ist der Beschützer von Tom. Der stärkste Mann der Welt.
Deine Eltern freuen sich wohl gar nicht auf den Urlaub. Das sind nicht meine Eltern. Nur mein Vater. Die Frau da neben ihm. Das ist unsere Nachbarin. Naja, wissen Sie, wir haben ihr die Reise geschenkt. Damit sie noch einmal eine Freude hat. Tja, sie wird nicht mehr lange leben. Meine Mutter konnte leider nicht mitkommen, weil wir einen Bauernhof mit vielen Tieren haben. Naja, und irgendjemand muss sich darum kümmern. Ich glaube, mein Vater vermisst meine Mutter sehr. Die waren noch nie länger als eine halbe Stunde voneinander getrennt. Seit der Hochzeit. Gute Nacht, Kinder. Schlafen Sie? Keine Ahnung. Jetzt machen wir uns einen schönen Abend. Nur du und ich und ein Gläschen Wasser. Der Anrufbeantworter von Karin Fischer. Ich freue mich über eine Nachricht nach dem Signalton. Tschüss. Verdammt nochmal, kannst du nicht wenigstens ans Telefon gehen? Oder ist das jetzt auch schon zu viel verlangt? Also pass auf, nur zu deiner Information. Caroline ist mit einem Spanier durchgebrannt, Patrick hat Cholera und Tom habe ich an arabische Kinderhändler verkauft. Wiederhören. Wenn du glaubst, dass ich mit denen nicht klarkomme, dann hast du dich geschnitten. Uli? Du bist ganz schön kindisch. Findest du? Ja, finde ich. Und nur zu deiner Information. Ich komme hier nie wieder raus, bis wir wieder abfliegen. Wenn du aufs Klo musst? Ach, muss ich nicht. Ach, Jana, Liebste. Komm doch wieder raus zu mir, hm? Die Nacht ist so schön. Der Mond scheint über das glitzernde Meer. Die Grillen zirpen. Die Luft ist wie Seide. Du bist ein elender Lügner. So gut, da komme ich eben rein zu dir. Oh, untersteh dich! Du hast Kinder und es ist schlimmer als eine ansteckende Krankheit. Aber ich bin immun dagegen. Macht ihr Sex? Was machst du hier? Drüben bei uns im Zimmer ist der Cyberman. Das hast du bestimmt nur geträumt, Tommy. Nein, geh wieder rüber, ja? Na dann, komm her. Kann ich in die Mitte? Ja, von mir aus. Ich bin übrigens Jana. Hallo, Jana. So, jetzt brauchst du keine Angst mehr zu haben. Weil hier traut sich der Cyberman nicht. Niemand ist stärker als dein Papa. Hey, das klingt gut. Das muss ich mir merken. Uli, nimm die Hand da weg. Was für eine Hand? Na, diese hier, diese kleine, klebrige. Die nach Spucke riecht und nach Pfefferminz und Kaugummi.
und so weich ist wie eine kleine grüne Raupe. Würde es dir was ausmachen, dich woanders hinzusetzen? Ich will nicht, dass irgendjemand denkt, ich bin mit meiner Mutter im Urlaub. Jetzt hör mir mal genau zu. Wenn ich deine Mutter wäre, dann würde ich dich mit Sicherheit nicht mit in den Urlaub nehmen. Ui, unser Kaffee. Das ist ja süß von dir. Ich bin übrigens Caro aus München. Und sie irgendwo am Nordpol. Wieso hat Uli sich eigentlich herausgeputzt wie ein Pfingstochse? Wir haben gleich ein sehr wichtiges Treffen mit einem Mallorquiner. Da sollte er lieber mich mitnehmen. Ich kann sehr gut mit Einheimischen. Vielleicht ein andermal. Im Moment bin ich seine Assistentin. Und bei was assistierst du ihm nachts? So, mein lieber Tom, du hast die große Auswahl. Du kannst hier alles essen, was du willst. Ist das nicht ein Hotel? Sag mal, spinnst du? Ich will Orangensaft. Der ist alle. Los, du trinkst jetzt Milch. Jedes andere Kind auf der Welt auch. Ich will aber Orangensaft. Es gibt keinen Orangensaft. Ich will Orangensaft, Orangensaft, Orangensaft. Ich will Orangensaft, Orangensaft, Orangensaft. Ich will Orangensaft, Orangensaft. Jetzt hör mir mal ganz kurz zu, junger Mann. Du setzt hier hin und trinkst deine Milch, sonst holt dich heute Nacht der Cyberman. Uli? Und kein Mensch wird dir dann helfen. Du gehst zu weit. Was soll das, Patrick? Er hat eine Milchallergie. Seit wann das denn? Seit einem Jahr. Ich hol schon mal den Mietwagen. Wir müssen uns beeilen. Und was mache ich mit den Kindern? Ja, lass dir irgendetwas einfallen. Zur Not nehmen wir sie halt mit. Bist du wahnsinnig? Stimmt doch mit dem Cyberman? Nein, das ist totaler Schwachsinn. Wie alles, was Uli von sich gibt. Sag mal. Wie hoch ist denn das Hotel hier eigentlich? Keine Ahnung. 50 Meter, würde ich sagen. Warum willst du denn das wissen? Hallo? Hallo. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so überfalle, aber ich habe da ein ziemliches Problem. Ja, das wissen wir schon. Ihr Sohn hat uns alles erzählt. Ach, wirklich? Ja. Ja, er wirkte immer nur so verschlossen. Ich habe heute einen sehr wichtigen Termin mit meiner Bekannten. Würde es Ihnen was ausmachen, vielleicht ein paar Stunden auf die Kinder aufzupassen? Aber das ist doch selbstverständlich. Menschen in ihrer Situation muss man doch helfen. Ich bin übrigens Gernot. Meine Frau Rita. Fischer. Uli Fischer. Also wir bleiben einfach mit den Kindern am Hotelpool, bis sie wieder zurück sind. Sehr gut. Jana, darf ich dir vorstellen? Das sind Gernot und Rita. Sie passen heute auf meine Kinder auf. Diese Leute doch gar nicht. Ich weiß ja wohl, wem ich trauen kann und wem nicht. Uli? Ja? Wann kommst du wieder? Ein, zwei Stündchen vielleicht, keine Ahnung. Und seid bitte nicht so gern unter Dritter, okay? Ab heute Nachmittag stehe ich euch voll und ganz zur Verfügung. Versprochen. Wir werden eine tolle Zeit haben zusammen. Was meinst du mit zusammen? Hör mal, es macht keinen Sinn, hier einen Krieg anzufangen, ist das klar? Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Stunden voller Freude. Dankeschön. Kann es zufällig sein, dass deine Tochter eifersüchtig ist? Dann muss sie zufällig umdenken. Ich bin alt genug, um selbst zu entscheiden, ob ich eine Freundin habe oder nicht. Ja, aber vielleicht solltest du mal mit ihr darüber reden, oder? Warum? Muss ich sie um Erlaubnis fragen? Es ist kein Wunder, dass sie mich hasst. Und daran bin ich jetzt schuld. Du solltest dich mit Karin zusammentun, die findet auch kein gutes Haar an mir. Ihr würdet euch sicher gut verstehen. Warum regst du dich eigentlich so auf? Ich wäre dir einfach nur dankbar, wenn du die Erziehung meiner Kinder mir überlassen würdest. Okay? Gut. Kein Problem. Wann kommt Mama? Gar nicht. Dieses Hotel scheint der Geheimtipp unter sämtlichen Rentnern in Deutschland zu sein. Thank you.
Ist der Wagen kaputt? Jetzt komm doch mal. Was ist denn passiert? Ich denke, wir haben es eilig. Guck doch mal. Jetzt sind wir endlich angekommen. Wir sind auf Mallorca. Jana, bitte werde jetzt nicht sentimental, ja? Wir haben für sowas keine Zeit. Perez wartet. Jetzt schau doch erst mal. Schön. Wie das riecht. Oder bist du das? Eigentlich dachte ich, Mallorca liegt am Meer. Wir haben eurem Vater gesagt, wir sind am Pool, bis er wiederkommt, und daran halten wir uns. Du kannst doch auch hier schwimmen, Mädchen. In der Chemiebrühe? Da kriegt man ja Verbrennungen dritten Grades. So, Señor Alejandro Perez. Wir sitzen jetzt seit einer geschlagenen Stunde hier. Warum lässt uns der Typ nicht so lange warten? Ist das landesüblich? Naja, also immerhin lässt er uns an einem sehr schönen Ort warten, findest du nicht? Ich sag dir eins, Jana, der pokert. Zermürbungstaktik, ein ganz, ganz billiger Bauerntrick. Aber da muss sich ja Perez schon was anderes einfallen lassen. Das mag ja unter Einheimischen so üblich sein, aber nicht mit uns. Er hat jahrelang in Deutschland gelebt und in Darmstadt Architektur studiert. Na und? Da schau her, mein Schätzchen. So ein tolles Eis. Da hast du aber eine Menge zu erzählen, wenn du wieder zu Hause bist. Der Mama und den Kühen, den Hühnern, den Gänsen und den Ferkelchen. Welche Tiere magst du denn am liebsten bei dir zu Hause? Pauli, das ist ein Maulwurf. Der lebt im Fernsehen. Paps? Hallo. Ja, uns geht es klasse. Rita und Gernot sind total nett. Echt? Das ist aber süß von dir, Papilein. Klar, in 2 Stunden bin ich zurück. Paps? Darf Patrick auch mit an den Strand? Ja? Sag ich ihm. Grüß Jana schön. Tschüss, bis nachher. Das war unser Vater. Er hat gesagt, Patrick und ich dürfen an den Strand. Wir sollen in 2 Stunden zurück sein. Und wir sollen zusammenbleiben. Also, ciao und vielen Dank für alles. Wenn das meine Tochter wäre, dürfte die nicht so rumlaufen. Wenn das mein Sohn wäre, würde ich keine Nacht mehr schlafen. Caro, Patrick! Ach, Caro, du liebes bisschen Schätzchen. Ist doch nicht schlimm, wir kommen ja wieder. Caro, Patrick! Ich kaufe dir noch ein Eis, okay? Ich will 10! Ja. 10! Ja. 10! Sollst du haben. Sollst du haben. Bist du dir nicht sicher, dass das hier der richtige Ort ist? Ja, es ist der richtige Ort, der richtige Tag und auch die richtige Uhrzeit. Seine Assistentin hat es mir 2-mal bestätigt. Dann ruf ihn an. Alejandro Perez hat kein Handy. Ja, das passt. Jetzt spul dich mal ab. Es ist doch wirklich schön hier. Da kann man mal die Seele so richtig baumeln lassen. Hör mal, ich bin nicht hier, um irgendwas baumeln zu lassen. Ich hasse Geschäftspartner, die ihre Termine nicht einhalten. Wenn dieser Perez mehr Geld will, okay, darüber kann man ja reden. Aber zum Reden muss er erstmal hier auftauchen. Glaubt ihr eigentlich, ich habe endlos Zeit? Ich habe meine 3 Kinder in die Obhut von wildfremden Rentnern gegeben. Ein neues Hotelzimmer muss ich auch noch suchen. Weißt du was, wir machen jetzt einfach Folgendes. Du nimmst das Auto und fährst zurück. Dann kannst du ganz in Ruhe ein neues Hotel suchen und deine Kinder befreien. Währenddessen bleibe ich hier und warte auf Perez. Und wenn er kommt, dann mache ich einen neuen Termin mit ihm aus. Wirklich? Das würdest du tun? Ja, warum denn nicht? Danke, Jana. Keine Ursache, Herr Fischer. Dafür bezahlen Sie mich. Cola! Was? Was ist los? Hä? Mach mal ein Schaf. Hi! Ist eine Überraschung. Hast du jetzt frei? Si. Bis morgen früh.
Du sprichst ja sogar Deutsch. Ein bisschen. Was man so braucht. Du bist sehr schön. Ich habe auch frei. In wenigen Minuten beginnt der Miss Belgische. Hey, da musst du mitmachen. Du hast eine schöne Figur. Ein Sweat-T-Shirt? Nee, ist nicht für mich. Und außerdem, ich habe noch nicht mal ein trockenes T-Shirt. Kein Problem. Meine Eltern sind ein festes Team. Clowns. Sie arbeiten in Krankenhäusern. Tja, meistens auf so Stationen, wo Kinder mit Krebs liegen. Für die machen die dann irgendeinen Blödsinn. Und es funktioniert. Ich meine, die Kinder fangen nach 3 Minuten schon wieder an zu kichern. Man sagt ja, dass Clowns privat sehr ernste und langweilige Menschen wären. Aber das stimmt gar nicht. Wissen Sie, wovon ich morgens aufwache? Von dem Zirkus, den meine Eltern in der Küche veranstalten. Die lachen so laut, dass man davon aufwacht. Meine Schwester sagt immer, bei uns zu Hause sind die Eltern die Kinder. Nero. Nero? Nero. Nero. Hier, Zackenbarsch. Für mich? Nero. Muchas gracias. Buenos días, señor. Hola. Oh, guten Tag. Sind Sie... Alejandro. Und Sie müssen Jana Rosen sein. Guten Tag. Freut mich. Darf ich? Ja, sicher. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Tja, Herr Fischer musste leider schon gehen. Ja, tut mir leid, ich bin zu spät. Ein Freund brauchte meine Hilfe. Ist überhaupt kein Problem. Es war herrlich, hier auf Sie zu warten. Mögen Sie das Meer? Ja. Machen Sie mir eine Freude. Fahren Sie mit mir raus. Da hinten liegt mein Boot. Gerne. Tom? Tom, was ist mit dir? Was haben Sie mit dem Kind gemacht? Nichts. Er wollte Eis. 17 Stück, Papa, kann ich auch 17 füllen. Ja, es war Milcheis. Milch ist gut für Kinder. Aber nicht für dieses Kind. Er hat eine Milchallergie, wie man ja wohl ganz deutlich sehen kann. Wo sind die Großen? Am Strand. Sie haben es doch erlaubt. Geht's wieder besser? Komm, wir gehen die suchen. Er hätte wenigstens Danke sagen können. Ich meine, was geht mich das an, dass seine Nachbarin nicht mehr lange zu leben hat? Kommen wir gleich zur Wertung. Die Jury hat gepunktet und jetzt wird's spannend. So, der dritte Preis, er geht an die Süße, Caro aus München. Caroline. Hier, halt das mal. Caro, gratuliere! Caroline, bist du denn wahnsinnig? Komm da runter! Lass mich los! Ich komm ja schon! Hey, was ist denn da los, Freundchen? Das geht nicht! Das ist gegen die Spielregel! Pass mal auf, dass ich dich nicht verklage, Freundchen. Sie ist minderjährig, okay? Alle Achtung! Und trotzdem ist sie Dritte geworden. Herzlichen Glückwunsch! Von dir werden wir hoffentlich noch hören! Darüber unterhalten wir uns noch, Fräulein. Wo ist jetzt Patrick? Ich habe euch doch ausdrücklich gesagt, ihr sollt im Hotel bleiben. Ich bin 15 und nicht 5. Ich weiß ja genau, wie alt du bist. Und ich verbiete dir ausdrücklich, halbnackt für diesen Typen rumzutanzen. Warum? Hör mal. Die sind doch gar nicht an dir selbst interessiert. Als Mensch. Die wollen einfach nur deine Unerfahrenheit ausnutzen. Wollen doch alle immer nur dasselbe. Warum willst du das denn wissen? Weil ich mal selbst einer war.
Von Frauen hast du trotzdem keine Ahnung. Da ist Patrick! Es riecht mir so komisch. Das bin ich. Na, hör mal, Patrick. Du bist in einem Alter, in dem Körperpflege durchaus ein Thema ist. Vor allen Dingen im Interesse der Leute, die mehr mit dir zu tun haben, okay? Habe ich geschenkt bekommen. Was ist das denn? Ist ein Mero. Das heißt Zackenmarsch. So, wir machen jetzt mal einen ganz dicken Schlussstrich, ja? Kein Wort mehr darüber, was war. Wir fangen einfach von vorne an. Ich habe uns eine ganz fantastische Finca gemietet. Jetzt gib mir mal Tom. Jetzt komm her. Das ist es? Das ist es. Sieht aus wie ein Kloster. Ist das nicht ein Traum? Wann kommt Mama? Seht doch mal, wie schön das ist, Kinder. Und wie viel Platz wir hier haben. Gibt's auch Orangensaft? Also passt auf. Da oben, da schläft Caroline. Wieso sind wir eigentlich nicht in einem Hotel? Hier ist eine total tote Hose. Vielleicht gibt's im Keller ja eine Disco. Halt den Mund, Grufti. Und hier hinten im ersten Stock, da schlafen die Jungs. Und Jana und ich, wir... Oh Gott, Jana, die habe ich ja total vergessen. Ist schon seit Stunden allein. Hoffentlich ist ja nichts passiert. Dann jedenfalls nicht, weil sie zu jung ist. Sie hat ihr Handy nicht an. Sondern eher, weil sie zu blöd ist. Kinder, ich muss sofort zu Jana. Bitte tut jetzt ein einziges Mal, was ich euch sage. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Aber keiner verlässt das Haus. Habt ihr mich verstanden? La Signora, die hier gesessen hat. Energiade. Was, da draußen? Allein? La sola? No, con Alejandro Pérez. Pérez? Mist. Hoffentlich macht sie jetzt keinen Fehler. Sie hatte überhaupt keine Erfahrung im Verhandeln. Den Vertrag hat sie auch nicht dabei. Entschuldigen Sie nochmal, ich muss da raus. Haben Sie ein Boot für mich? Una barca. Das macht überhaupt nichts, dass Sie sich verspätet haben. Sie müssen sich auch nicht bei mir entschuldigen, Alejandro. Gute Geschäfte soll man nicht überstürzen. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, endlich diesen Vertrag zu unterschreiben. Genau. Na, so mache ich's. Hallo, Uli. Hallo. Guten Abend, Herr Fischer. Schön, dass Sie endlich da sind. Guten Abend. Bitte, setzen Sie sich. Ich hole Ihnen was zu trinken. Mein Liebste. Und ich wollte dich hier nicht hängen lassen. Das wäre ja eigentlich mein Job gewesen. Es war einfach die Hölle los. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Bin ich nicht. Ich hatte wirklich einen sehr, sehr schönen Abend. Okay. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Jetzt kann ich das Ruder übernehmen. Was ist denn das für ein Pulli? Ist dir jetzt warm genug, Jana?
Ja, danke schön. Ich würde Sie gerne kennenlernen. Ja, klar. Ich möchte gerne wissen, an wen ich mein Land verkaufe. Es ist eine Frage des Respekts. Aber ich habe Respekt für ihn. Sehr viel sogar. Mich müssen Sie nicht respektieren. Sondern das kleine Paradies da drüben. Die stolzen Menschen, die darauf leben. Die Geheimnisse, die uns die Insel schenkt. Die Insel, von der Sie einen Teil haben wollen. Es war ein höchst interessanter Auftakt. Aber gut, ich bin bereit. Los, knackig. Ich soll mich mal kennenlernen. Na, Uli? Nenn mich nicht Uli. Sag Papa zu mir. Hast du dein Täubchen wieder eingefangen? Gottes Willen, Caroline. Du bist ja völlig betrunken. Das würde ich so nicht sagen. Gib mir die Flasche. Wo ist Patrick? Patrick? Patrick! Der versucht, sich umzubringen. Patrick. Oh mein Gott. Bist du okay? Fast 1,30. Was? Ich hab gedacht, da kippt man irgendwann weg oder so. Aber das dauert ja ewig. Nee, danke. Ertrinken ist echt nicht mein Fall. Mach dir keine Sorgen, Uli. Er will sich einmal pro Woche umbringen. Karin sagt, der Psychologe sagt, das ist nur eine Phase. Der will nur auf sich aufmerksam machen. Ich geh schlafen. Ich würde sie gerne kennenlernen. Kennenlernen, wozu? Ich will diesen Alejandro ja nicht heiraten. Das würde mit Sicherheit auch nicht gehen. Er ist nämlich alles andere als schwul. Er kennt die Pläne, er kennt die Vertragsmodalitäten. Und er hatte genügend Zeit, um irgendwelche Einwände zu formulieren. Worum kann es also noch gehen, hm? Guten Morgen. 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 Wo ist der Orangensaft? Hier. Also wieder mal das alte Spiel, mehr Geld. Nein, das will er nicht. Er hat doch ziemlich genau erklärt, worum es ihm geht. Ja, natürlich. Zurück zur Natur, dieses Öko-Gesülze. Mallorca war bis 1960 ein Armenhaus. Und jetzt ist es die Goldgrube Spaniens. Und das verdanken sie einzig und allein den Touristen. Und die müssen nun mal irgendwo wohnen. So einfach ist das. Aber so Typen wie diesem Alejandro wäre es natürlich am liebsten, sie würden ihr Geld überweisen und hier gar nicht auftauchen. Das allerdings wäre für die Natur am schonendsten. Musst du so laut brüllen, Olli? Jedenfalls hat Alejandro schon zwei Bewerber abgelehnt. Einmal aus Spanien und einmal aus England. Und ihre Angebote lagen weit über deinem. Kann ich mal Kaffee haben? Ein Aspirin dazu? Bist du meine Krankenschwester? Sei nicht so frech, Fräulein. Keine Sorge, ihr seid mich gleich los. Ich gehe an den Strand. Ich auch, ich will schwimmen. Weißt du was, Tommy? Wir gehen nachher alle zusammen an den Strand. Versprochen? Ich gehe allein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Auch wenn du es nicht glauben willst, du bist nicht Gott, Uli. Aber ich sitze in seinem Vorzimmer und nenne mich nicht Uli. Dieser Alejandro und du, ihr habt euch schon euer ganzes Leben erzählt, oder? Nein. Erst das Halbe. Ich will jetzt schwimmen, ich will jetzt schwimmen! Also gut, wie du willst. Du willst schwimmen? Dann sollst du schwimmen. Achtung, meine Damen und Herren, hier kommt Tom Fischer, nein! Der Meisterschwimmer. Er kann nicht schwimmen! Der Buschhaut Olympiaklasse, sehen Sie selbst! Nein! Ja, er kann doch nicht schwimmen! Was? Wie, er kann nicht schwimmen? Warum sagt mir das niemand? Geht's wieder? Du hast ihn einfach reingeschmissen. Das ist echt das Letzte, Uli. Es gibt Länder, da kommt man für sowas auf einen elektrischen Stuhl. Aber er wollte doch schwimmen. Mit Schwimmflügeln, du Penner! Sogar Marc weiß das. Verdammt, jetzt tröst ihn wenigstens. Tut mir leid. Tut mir leid, kleiner Zwerg. War bestimmt ein Riesenschreck für dich.
Uli, ich hab gedacht, du könntest mir vielleicht einen Mofa besorgen. Sonst weiß ich wirklich nicht, wie ich hier auf der Insel von A nach B kommen soll. Also, A und B gibt's auf meiner Karte gar nicht. Morgen, Patrick. Komm runter, Kaffee wird kalt. Patrick, du solltest bei der Hitze wirklich nicht den langen Mantel tragen. Nimm's mal, Tom. Entschuldigung, wir haben kein Taxi bestellt. Doch. Haben wir. Jana, was? Wo willst du hin? Ich werde in das zauberhafte kleine Fünf-Sterne-Hotel ziehen, in das wir beide ursprünglich mal gebucht waren. Ich bin einfach nicht masochistisch genug, um das hier noch länger mitzumachen. Und ich habe es versucht. Hey, Jana, das kannst du doch nicht machen. Ich will nicht, dass du gehst. Und diese Karte hier, die wirst du heute auch noch brauchen. Treffpunkt und Uhrzeit sind eingezeichnet. Sei lieber pünktlich. Alejandro wartet nicht gern. Und Uli, es war ein Fehler, mit dir zu arbeiten und mit dir zu schlafen. Jana! Jana! Sag ich doch, von Frauen hast du echt keine Ahnung. Kommt Jana wieder? Ich weiß es nicht. Wann kommt Mama? Ich kann sie nicht erreichen, Tommy. Wahrscheinlich ist sie bei dem... Wie heißt denn der Typ eigentlich? Ich weiß es. Marc. Mit Nachnamen, Tommy. Marc. Ach, niemand heißt Marc Marc. Hat der ein Rad ab? Ja, ein Rad ab. Der Mann, mit dem Uli das Geschäft seines Lebens machen will. Da komme ich mit dem Auto ja gar nicht hin. Das sind mindestens 3 Stunden Fußmarsch. Was mache ich mit euch in der Zwischenzeit? Wir kommen doch wirklich ganz gut alleine klar. Was ihr gestern eindrucksvoll bewiesen habt. Also mit euch hat man es wirklich nicht leicht. Mit dir hat man es wirklich nicht leicht. Wisst ihr, wer das immer zu mir gesagt hat? Mein Vater. Siehst du, es ist gar nicht unsere Schuld. Du hast es uns vererbt, das wirklich nicht leicht gehen. Und jetzt sage ich euch mal was. Wenn der Typ mich kennenlernen will, dann soll er meine Kinder auch gleich kennenlernen. Frag mich mal, ob ich ihn kennenlernen will. Ab sofort gibt's uns nur noch im Paket, Karin. Was, Kinder? Morgen gehen wir groß aus. Wir gehen essen. Ein ganz teures Restaurant. Versprochen? Großes Ehrenwort. Wie teuer? Ungefähr 100 Jahre Taschengeld. Dann verzichte ich auf das Essen. Gib mir lieber das Geld in bar. Sag mal, Patrick, wusstest du eigentlich, dass man vom Wandern eine gute Figur kriegt? Ja, das stimmt. Kriegt man eine straffe Brust davon. Einen flachen Bauch, knackigen Hintern. Papa, ja? Was sind das für Bäume? Das? Das sind, Pinien. Ja, genau. Ist der eigentlich kalt? So? Hey, das war ein Scherz. Das ist ein tolles Gefühl, ausgelacht zu werden. Kann ich auf deine Schultern? Hey, komm her. Ich fand Jana klasse. Ach, Tom, ich auch. Aber da gibt es noch einen Mann, der sie klasse findet. Hier musst du verprügeln, so macht Max das auch immer. Ich bin aber nicht Max. Warum müssen wir auf den Berg? Wir treffen da oben jemanden, der uns ein Stück Land verkaufen will. Aber wir haben doch schon so viel Land. Echt? Wo denn? Das war unser ganzer Garten. Ah. Hallo, Alejandro. Das ist meine Älteste, Caroline, und meine beiden Söhne, Patrick und Tom. Sie müssen ein stolzer Mann sein mit solchen Kindern. Sehen Sie, die Bucht.
Ein fantastischer Anblick. Wenn Sie möchten, können wir jetzt über den Vertrag reden. Ich habe alle Unterlagen mitgebracht. Und ich habe Ihnen eine Suppe mitgebracht. Ich möchte wissen, wer der Mann ist, dem ich mein Land verkaufe. Ob er die Früchte der Erde und des Meeres kennt. Essen Sie, Uli. Und nennen Sie mir alle Zutaten dieser Suppe. Paprika, Tomaten, Pfeffer, Salz, Wasser. Aha. Und ein Fisch. Zackenbarsch. Mero, wie ihn die Mallorquiner nennen. Übrigens der beste Fisch auf der Insel. Eine Zutat fehlt noch. Tom sollte nicht zu viel von der Suppe essen. Milch. In der Suppe ist Milch. Köstlich, Alejandro. Vielen Dank. Ja, ich glaube, jetzt kennen Sie mich gut genug. Wir sollten jetzt über den Vertrag sprechen. Gute Geschäfte sollte man nicht überstürzen. So sagt man doch in Deutschland. Sie werden bald von mir hören. Überstürzen ist ein relativer Begriff. Nein, vergessen Sie Ibiza. Die Bucht hier ist die schönste auf dem ganzen Globus, glauben Sie mir. Ja, ich weiß, dass die Woche fast rum ist. Aber der Vertrag ist so gut wie unter Dach und Fach. Der hiesige Verkäufer ist einfach ein bisschen eigenwillig. Ja, Uli Fischer wird das Ding schon schaukeln, glauben Sie mir. Sie hören wieder von mir. Ja, schönen Tag. Ach, Tom, was soll das denn? Ist doch kein Spielzeug. Du bist so gemein. Ja, jetzt geh raus. Uli. Ja? Heranwachsende brauchen regelmäßige Mahlzeiten. Ja, Prinzessin. So. Du willst doch nicht, dass wir das essen. Wieso? Das sind Hamburger. Das ist tiefstes ernährungstechnisches Mittelalter. Einige von uns essen kein Fleisch. Wegen Schweinefieber. Das heißt Schweinepest. Und die hier sind aus Rindfleisch. Lecker, BSE. Ist das nicht sogar tödlich? Du hast versprochen, dass wir heute alle zusammen groß ausgehen werden. Jetzt hört mir doch mal zu, Kinder. Ich habe im Moment geschäftlich ziemliche Probleme. Alejandro kann jeden Moment anrufen, da muss ich bereit sein. Wenn der Vertrag unterschrieben ist, können wir von mir aus jeden Tag essen gehen. Versprochen? Oder wollt ihr, dass ich meinen Job verliere? Du interessierst dich doch mehr für deinen Scheißjob als für uns. Du bist ein Arschloch. Was hast du da gerade gesagt? Ich glaube, er hat Arschloch gesagt. Arschloch, das war das Wort. Mhm. Mach die Tür auf. Patrick, mach die verdammte Tür auf! Das müssen wir mehr sehen. Geh zurück. Au! Oh. Okay, Patrick. Deine Geduld ist jetzt bald am Ende. Ich sage es dir zum letzten Mal. Mach die Tür auf! Jetzt pass mal. Ich werde nicht zulassen, dass du so mit mir sprichst. Ich habe viel Geduld gehabt. Patrick, was ist mit dir? Ein Asthmaanfall. Was machen wir jetzt mit ihm? Scheiße, Leon. Die Nachbarn wartet doch, wenn es da ist. Schnell! Ich wollte doch nur... Wieso lässt du ihn nicht einfach in Ruhe?
Hallo, Uli. Alejandro, kommen Sie doch rein. Entschuldige, was ist denn los? Könnte es sein, dass diese Wohneinheiten hier im Ablaufbereich des Restaurants liegen? Entschuldigen Sie, ich möchte kurz mit Jana sprechen. Warum seid ihr alle gegen mich? Bleib bei mir, Jana. Ich habe in deinem Leben keinen Platz. Es tut mir leid, aber so sind Kinder nun mal. Oder hast du erwartet, dass sie dich gleich Mama nennen werden? Das sind doch gar nicht die Kinder. Es ist unsere Art, zusammenzuarbeiten. Deine Ehe, deine Familie, das ganze Chaos. Und du eben. Ich bin mit dir nicht mehr glücklich. Gib mir ein bisschen Zeit. Nach 2 Jahren. Ich laufe durch dein Leben wie durch dein Büro als deine Assistentin. Immer selbstverständlich an deiner Seite, aber alles andere ist dir wichtiger. Nein, das ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Lass uns reingehen. Alejandro wartet. Fragt sich nur auf wen. So wandert die Sonne. Man sieht Ihren Plänen an, dass Sie auch an die Sonne gedacht haben. Naja, das bleibt beim Thema Feriensiedlung nicht aus. Ich finde, Sie sollten die Bucht näher kennenlernen. Ich kenne das Grundstück bereits. Aber nicht bei Nacht. Ich hätte gerne, dass Sie eine Nacht in der Bucht verbringen. Sie können dann auf dieser Karte die verschiedenen Windrichtungen, die Sie wahrnehmen, verzeichnen. Die alten mallorquinischen Baumeister haben sehr viel Wert auf die Strömungen des Windes gelegt. Und sie wussten, was sie taten. Ihre Häuser stehen immer noch. Eine Nacht. Warum nicht? Ist bestimmt eine sehr interessante Erfahrung. Aber es tut mir leid, Alejandro, es geht nicht. Ich kann meine Kinder unmöglich noch mal allein lassen. Aber Ihnen fällt bestimmt eine andere Prüfung ein, die ich bestehen könnte. Ich kann noch bei den Kindern bleiben. Nein, Jana, das möchte ich nicht. Wir wollten doch essen gehen. Können wir das nachholen? Falls da Wölfe sind, Papa. Danke. Und eine Taschenlampe. Und ein Glücksbringer. Sag mal, hast du gelauscht? Mm-mm. Du bist stärker als Max, Papa. Du wirst das schon schaffen. Danke, ja. Hört meine Bitte, ihr alten mallorquinischen Baumeister. Lasst euren Geist und euer Wissen auf mich herabfallen, dass ich ein würdiger Käufer dieser Bucht werde. Jana Rosen ist im Moment nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Leicht gesagt. Du bist doch schon über 30, oder? Ja. Knapp darüber. Warum? Du hast überhaupt keine Zellulitis. Warum sollte ich denn?
weil ich schon mit 15 Zellulitis habe. Zeig mal. Du spinnst. Deine Figur ist 1A, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Echt? Echt? Ey. Ich weiß, dass Sie es sind, Alejandro. Sie wollen mich einschüchtern, das ist Ihre Methode. Dass ich wie ein Idiot dastehe, der sich vor Angst in die Hosen scheißt. Sie täuschen sich in mir. Also kommen Sie raus. Hey, Papa. Ich bin's nur. Patrick. Naja, ich hab gedacht, ich seh mal nach dir. Und die habe ich dir mitgebracht. Danke, dass du mich nicht ausgelacht hast. Geschenkt. Wie bist du überhaupt hergekommen? Jana hat Alejandro gefragt, ob er mich fahren kann. Meinst du, die haben was miteinander? Davon verstehe ich nichts. Frierst du? Quatsch. Ich hab doch meinen Mantel. Ach ja. Prickelt am ganzen Körper. Na los, Sportsfreund, ins Wasser mit dir. Ich bin kein Sportsfreund. Ist das nicht ein wunderbarer Ort hier? Bald werden Tausende von Menschen hier Urlaub machen. Gleich hier kommt das erste Haus hin. Und das zieht sich dann um die ganze Bucht rum. Alle haben freie Sicht aufs Meer. Könnte ich nicht auch einer von deinen Investoren sein? Oh, tut mir leid, Sohnemann. Aber dafür hast du einfach zu wenig Geld. Aber dann würdest du dich für mich interessieren. Hey, das ist doch Quatsch. Du bist doch das Wichtigste, was ich habe. Wir alle. Okay, ich habe viel Fehler gemacht. Ich bin ein furchtbarer Vater, aber ich habe immer geglaubt, dass ich alles richtig mache. Niemand sagt dir, wie das geht, ein guter Vater zu sein. Da könnt nur ihr mir helfen. Du hast nie zugehört. Nie. Jetzt höre ich zu. Papa. Ich bin nicht wie die anderen. Wie meinst du das? Ich bin in keiner Mannschaft. Nicht in der Schwimmmannschaft. Und auch nicht beim Fußball. Die lassen mich nicht mitspielen, weil ich keine Luft bekomme. Weil ich immer zusammenklappe. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Doch, Patrick. Doch. Du bist immer für andere da. Und das zählt. Das zählt mehr als alle Erfolge. Das sagst ausgerechnet du? Deine ganzen Goldmedaillen, Diplome hängen doch immer noch bei uns rum. Du bist immer der Beste gewesen. Und du hast immer alles geschafft. Ja. Ja, ich bin der Größte. Ich hab's geschafft, dass meine Ehe ein Scherbenhaufen ist. Ich hab's geschafft, dass mir meine Freundin abgehauen ist. Und wahrscheinlich schaffe ich es auch noch, dieses Geschäft hier zu vermasseln.
Siehst du ein, dass ich einen Sohn wie dich brauchen kann? Hi. Morgen. Morgen. Tom wollte mal wissen, wie ein Maurer frühstückt. Jana ist schon weg. Alejandro hat sie abgeholt. Er zeigt dir heute mal seine geheimsten Stellen. Was? Auf der Insel natürlich. Wenn's Jana ist, dann hol mich. Das Mamas. Hol mich. Mhm. Noch eine gute Nachricht. Mein Jetlag ist vorbei. Heute muss ich an den Strand. Allein? Hör mal, Uli. Erstens ist mein Babysitter-Pensum mehr als erfüllt. Und zweitens sind wir nicht die Kelly Family. Ja, okay, von mir aus. Ich fahr dich nachher runter. Ach, keine Eile. Ich meine, der Pool ist ja auch irgendwie ganz nett. Papa? Hm? Alejandro hat gerade angerufen. Hat gesagt, du sollst um 6 auf seinem Boot sein. Das klingt nicht gut. Wahrscheinlich hat er sich wieder was ganz Besonderes für mich ausgedacht. Nahkampf mit einem Haifisch vielleicht. Oder Langstreckenschwimmen einmal um die Insel. Ja, vielleicht muss ich ihm auch ein Album basteln. Mit allen Algen, die es hier unter Wasser gibt. Ach, Kinder. Ich kann langsam nicht mehr. Ich liebe dich, Papa. Ach. Weißt du was? Dieser Alejandro ist gar nicht dein Problem. Die Bebauungsdichte ist ganz bewusst so geplant. Damit erreichen wir eine hohe Belegungszahl und schaffen Freiraum am Meer. Platz für die Pinien und die zahlreichen Sportanlagen. Die Leute werden die wenigste Zeit in den Häusern verbringen. Es gefällt mir. Wer übernimmt die Gestaltung der Außenflächen? Ein Gartenarchitekt aus Palma. Von ihm kam auch der Vorschlag mit der Wegeführung. Ihre Vorarbeiten sind sehr fundiert, Uli. Danke. Aber was gezeichnet ist, ist noch nicht in Stein gehauen. Man könnte durchaus über eine einstöckige Bebauung nachdenken. Man springt mir zwar die Hälfte der Investoren ab, aber die Anlage würde besser ins Landschaftsbild passen. Wir müssen die Vorschutt dicht holen. Holen Sie mal die Winchkurbel, liegt auf dem Kartentisch. Übernehmen Sie? Ja. Wenn Ihnen das Grundstück erst einmal gehört, können Sie bauen, wie Sie wollen. Eine Aufgabe habe ich noch für Sie. Was sind Sie? Stur oder konsequent? Ich bin Mallorquiner. Mach lange Arme und ganz schön durchziehen. Richtig schaufeln. Super, ich halte dich. Komm. Zieh durch, komm, ich halte dich fest. Keine Angst haben, ich bin bei dir. Ich wäre dann soweit. Wir können los. Uli, Tom, raus aus dem Wasser. Alejandro wartet. Heute wird der Vertrag unterschrieben. Schmeiß dich in eine anständige Kluft, Uli. Deine letzte Aufgabe ist dran. Und egal, was es ist, du hast versprochen, dass du es schaffst. Ich habe überhaupt nichts versprochen, ja? Keine Ausreden. Mädchen wie ich brauchen erfolgreiche Väter. Sag mal, Tommy, kannst du nicht zaubern? Kannst du Max aus mir machen? Das geht nicht, Papa. Man kann niemand anderes sein, als man ist. Leider. Schade. Entschuldige mich bitte. Meine Eltern sind Physiker. Sie arbeiten an einem gemeinsamen Projekt. Sie nutzen das Schmelzwasser der Polarkappen, um in den Dürregebieten der dritten Welt Weizen anzupflanzen. Deshalb sind sie natürlich auch viel unterwegs und können sich nur wenig um ihre Kinder kümmern. Naja, aber uns macht das nichts aus. Denn wir haben uns daran gewöhnt. Außerdem stecken wir gern zu. Was ist denn los?
Not te preocupes. Ist es das, was du von ihm erwartest? Der geheimnisvolle, leidenschaftliche Spanier, der dir ewige Sonne und Glück verspricht. Was ist so verkehrt an ewiger Sonne und Glück? Außerdem errichten sie Meerwasserentsalzungsanlagen. Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ganz normale Eltern. Sie haben 3 Kinder in die Welt gesetzt und jetzt können sie sich nicht mehr ausstehen. Sie streiten sich seit 3 Jahren. Guck mal, Jana. Ich habe doch noch ein zweites Paar Schuhe dabei. Ich hatte mir schon mal gebunden. Uli, es ist soweit. Was? Die 3. Aufgabe. Tanzen Sie. Ihr? Allein. Vor all den Leuten. Ich tanze nie. Musik und Tanz gehören zu dieser Insel wie der Wind und das Meer. Sie können mich nicht zwingen zu tanzen. Genauso wie Sie niemanden zwingen können zu lieben. Ich habe es mir überlegt. Ich will Ihr Grundstück nicht mehr. Das Bauprojekt meines Lebens. Ich will es nicht mehr. Caroline? Tanzt du mit mir? Geworden. Eine schöne große Tochter. Papa. Papa? Du hast Papa gesagt. Jetzt hör mir doch mal zu. Ich bin verliebt in einen Jungen aus der Oberstufe. Er hat eine Freundin. Ich habe sie zusammen gesehen. Kurz vor der Abreise. Das tut weh, was? Soll ich ihn verhauen? Tut das immer so weh? Ja, schon. Aber es ist auch sehr schön. Hast du Mama geliebt? Ja, sehr. Aber irgendwann hat es einfach aufgehört. Weißt du, wenn ich wüsste, woran die Liebe stirbt, dann würde ich ein Buch schreiben und wäre steinreich. Armer Papa. Nimm dir ein paar Steine vom Strand mit. Dann bist du steinreich. Stunde. Hallo. Könnte ich Sie noch mal sprechen? Kommt, wir holen uns ein Eis. Papa? Hier. Aber kein Milcheis für Tommy, okay? Sie haben tolle Kinder. Ja, finde ich auch. Also, wenn Sie jetzt wissen wollen, wie Jana ihr Ei isst. Oder welche Blumen sie liebt, oder welche Serie im Fernsehen sie nie verpasst, dann muss ich sie leider enttäuschen. Das müssen Sie schon selber rausfinden. Das wollte ich nicht wissen. Ach ja? Was dann? Sie sind der Erste, dem ich meine Bucht verkaufen würde. Warum verzichten Sie? Tja, warum? Ich müsste die ganze Bauzeit vor Ort sein. Mindestens ein Jahr. Und das will ich nicht. Ich brauche einen Job in München. Bei meinen Kindern.
Sie können in München bleiben, wenn Sie einen guten Bauleiter haben, der das Projekt hier auf der Insel betreut. Aber Sie bräuchten dafür natürlich den Besten, den Sie kriegen können. Und der steht vor Ihnen. Wir könnten Partner werden. Denken Sie mal drüber nach. Okay. Ich werde es mir überlegen. Aber wenn, dann nur unter einer Bedingung. Wir bauen einstöckig. Damit wäre ich einverstanden. Hallo, Uli. Hallo. Tja, tut mir leid, ich muss weg. Ein Termin in Palma. Ich höre von Ihnen, Uli. Ja, Sie hören von mir. Jana, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Ja, irgendwann vielleicht. Und nochmals danke für alles. Keine ewige Sonne? Nein. Tut mir leid. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Hast du dein Ticket? Hola, buenos días. Blau. Deine Augen sind Swimmingpool-blau. Aber im Rechten hast du einen kleinen grünen Punkt. Und deine Haare schimmern golden, wenn das Licht deiner Kerze drauf fällt. Und außerdem, du hast kleine Falten um die Augen, wenn du lachst. Und wenn du mich ansiehst, dann geht in mir die Sonne auf. Das hast du vergessen. Gib mir eine Chance. Geht denn jetzt besser? Nein, nein, bleib bitte. Mama, ich kann schwimmen. Wow. Was? Tatsächlich? Hallo, Schatz. Und ich habe einen Zackenbarsch gefahren. Und ich bin Dritte geworden. Wow. Mit Papa in einem Tanzwettbewerb. Hallo. Danke. Wie geht's dir? Besser. Wo wart ihr? Wir waren bei Marc. Es war grauenvoll. Also wir haben 3 Tage lang gelegen. Und dann hat er sich beim Karate-Training auch noch den Hals verrissen. Irgendwann findet ihr da seinen Meister. Ja, ja. Wem sagen Sie das? Darf ich euch Jana vorstellen? Meine Freundin. Schön, dass wir uns kennenlernen. Das ist Marc. Hallo. Freut mich. Gehen wir.